Offiziell präsentiert von der IWA Auto Classics, Eyes on Target. Und unseren Partnern Gecko Ammunition und VfG Weaponcare. Moin und Wattmanns Heil von der IWA 2023. Ich habe ein Produkt entdeckt, was mich unglaublich fasziniert, weil eine Problematik damit gelöst wird, die jeder ambitionierte Saun- und Nachtjäger kennt. Und Matthias darf uns jetzt hier mal Stück für Stück durch das Produkt führen und die Eigenschaften erklären. Genau, hi erstmal. Also, wir haben hier ein steuerbares Stativ für Wärmebildkamera-Handgeräte. Heißt, es kann jedes handelsübliche Wärmebildkameragerät, solange es einen Wi-Fi-Stream hat, montiert werden. Wir greifen dann über unsere App den Wi-Fi-Stream auf, haben dann hier auch ein Live-Bild. Das wäre jetzt die Darstellung von unserer App, nur auf dem Fernseher. Ja. Das Ganze wird dann über den Bluetooth-Controller hier gesteuert oder direkt über die App. Man kann aber auch beides gleichzeitig machen, je nach Lust und Laune. Wahnsinn. Ja. Beim Fahren nehme ich lieber den Joystick, wenn ich selber fahre, weil der liegt einfach besser in der Hand und hobelt nicht irgendwie auf dem Tablet rum. Ja. Als Beifahrer ist es immer geschmeidiger, die App zu nutzen. Die Erfahrung haben wir auch schon gemacht. Also es kann auf jedes Smartphone, auf jedes Tablet die App installiert werden. Android, iOS, egal. Ja, Wahnsinn. Es ist auch möglich, das Ganze auf einem CarPlay-fähigen In-Car-Monitor zu streamen. Da gibt es von uns dann im Zubehör quasi noch eine Box mit dazu. Ja. Ja, und hier hätten wir jetzt das Gerät. Da ist eigentlich so ziemlich alles dran montiert, was es an Upgrades gibt. Das heißt hier der USB-Ladeport für die Kamera, die unter dem Betrieb, wenn der Ladeport zugänglich ist, auch geladen werden kann. Hier hätten wir einen Suchscheinwerfer von Lupine, der auch über die App angesteuert werden kann. Und ein dritter Saugfuß für die etwas schwereren Modelle der Kameras oder für die Leute, die mehr fahren als im Stehen observieren. Ja. Okay, Montagemöglichkeiten. Hier haben wir jetzt eine Variante mit Saugnäpfen, Saugfüßen, die sich sozusagen per Vakuum festsaugen und das Ganze festhalten. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit. Genau, also das wären die Saugnäpfe von Remount, also ist kein Scheiß, das ist gutes Material. Ja. Wir haben aber auch in jedem Package Magnetfüße dabei, sieht man da oben bei der T-Crow da oben auf dem Dach montiert. Da sind auch Vibrationsdämpfer mit drin und die sind unten leicht beweglich, um sich der Form des Daches ein bisschen anzupassen. Ja. Des Weiteren ist das komplette Gerät quasi im Winkel verstellbar. Das heißt, ich kann die Dachneigung meines Daches einstellen. Ja, hier durch die Schnellspanner. Ne? Genau, es ist unter anderem IMU verbaut, der dir auch sagt, dass das Gerät in der Waage verbaut ist. Weil wenn du sonst nach rechts oder links schauen würdest, hättest du einen verschobenen Horizont. Genau, stimmt. Genau, der ist auch das Herzstück eigentlich von dem ganzen Gerät. Das heißt, die ist stabilisiert über die zwei Achsen. Und es kann auch zum Beispiel in Betriebsmodi angefahren werden wie ein Target-Mode. Heißt, ich lock das Ganze, ein Ziel auf 300, 400 Meter und die T-Crow hält die Richtung ein, obwohl ich weiterfahre. Wahnsinn. Unglaublich. Und ich habe schon gesehen auf dem Screen da drüben, du hast zum Beispiel auch einen Richtungsanzeiger, der dann sagt sozusagen, in welchem Verhältnis zum Fahrzeug sich die Kamera befindet. Also wirklich, finde ich, man merkt einfach, du hast das Produkt oder du hast ein Problem erkannt oder eine Intention erkannt, die viele Jäger gerne nutzen möchten bei der Beobachtung, aber beziehungsweise ja nicht nur Jäger, richtet sich ja für alle, die irgendwas mit Wildbeobachtung oder Ähnliches zu tun haben. Und hast da einfach eine Lösung geschaffen, die nicht nur, sag ich mal, diese Funktion, die gebraucht wurde, erfüllt, sondern die noch einfach so viele Extras mit sich bringt und so viel Komfort mit sich bringt, dass du einfach da am Ende so eine Allround-Lösung geschaffen hast für ein Problem oder für eine Anwendung, die ganz, ganz neue Maßstäbe setzt, möchte ich sagen. Genau, also es bietet ja einen Mehrwert für jeden, der eigentlich Wärmebildtechnik nutzt, ob jetzt im Jagdbereich oder im Sicherheitsbereich. Ja. Dadurch, dass ich mein Handgerät, das ich bereits besitze, eben nutzen kann auf dem Dach und das Ganze als Dome-Kamera eben steuern kann. Wahnsinn. Und wenn ich dann zu Fuß weitergehe auf Pirsch oder auf Patrouille, kann ich das Ganze in die Hand nehmen, einstecken. Und wenn ich wieder zurück am Fahrzeug bin, dann klicke ich das Ganze wieder auf. Das wäre nämlich gerade meine Frage gewesen, ob ich jetzt in ein zweites Handgerät investieren muss, aber ich kann tatsächlich einfach so direkt weiterarbeiten. Das ist der Mehrwert an der ganzen Geschichte, Und bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage übrig. Wenn ich mich dafür interessiere, wo finde ich weitere Informationen zu deinem Produkt und wie komme ich an dein Produkt? Genau, also alle Informationen, was ihr braucht, gibt es im Endeffekt bei uns auf der Homepage www.expecta.de. Im Handel ist es mittlerweile eigentlich in fast allen Jagdshops erhältlich. Exklusiv wird das Ganze über die Franconia vertrieben. Ja. Bei uns gibt es noch diverse Extras auf der Homepage, die Franconia eben noch nicht im Sortiment hat. Aber alle Informationen, die gebraucht werden, findet ihr bei uns auf der Seite. Großartig. Vielen Dank.
nicht nur jetzt für deine Zeit und die Vorstellung, sondern auch vielen Dank, dass du einfach so ein geiles Produkt entwickelt und mitgebracht hast. Danke. Super. Gerne. Ja, ja so. Ich wollte sagen, wir machen das einmal richtig. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.